Machst du Platz im Kleiderschrank für Anges Klamotten? Wie bitte? So oft wie diese Ziege hier auftaucht, zieht sie doch bestimmt bald bei dir ein. Also gut, bevor dieses Theater wieder losgeht, Anke hat heute Morgen ihr Handy hier vergessen und hat es eben abgeholt. Trotzdem. Nichts trotzdem. Im Übrigen haben wir vereinbart, dass wir uns in nächster Zeit lieber bei Anke treffen. Das ändert doch gar nichts. Vanessa, du nervst. Wie sieht das denn aus, wenn ihr in aller Öffentlichkeit rummacht? Von aller Öffentlichkeit kann doch gar nicht die Rede sein. Du machst Dad komplett lächerlich. Die Leute müssen doch denken, du hältst deinen Mann für einen Mörder und vergnügst dich längst anderswo. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich wie eine Nonne lebe. Das hat dein Vater nicht und von dir dulde ich es schon gar nicht. Anke, du bist ja schon da. Das ist aber eine freundliche Begrüßung. Entschuldige, aber ich wollte unbedingt noch mein Pensum abarbeiten und gar nicht wohl die Zeit vergessen. Und unser Date? Das natürlich nicht. Diese Bilanzkonferenz, ich bin froh, wenn das endlich vorbei ist. Sie sind noch da? Die Tür stand offen. Wir sehen uns morgen früh. Ich würde dann gerne noch mal den Geschäftsbericht mit Ihnen durchgehen. Natürlich. Schönen Feierabend noch. Danke Ihnen auch. In der Lahnstein Holding erwarten Sie dynamische Mitarbeiter, bei denen Teamwork an erster Stelle steht. Hör auf. Diese Frau ist einfach unglaublich. Wenn noch jemand da ist. Wolltest du nicht Feierabend machen? Es könnte noch jemand hier sein, hör auf. Aber es ist niemand mehr da. Wir sind ganz alleine. Lass uns zum Italiener gehen, ich habe deinen Tisch reserviert. Aber im Moment steht mir überhaupt nicht der Sinn nach Tiramisu. Ich hätte viel mehr Lust. Der Wind, der plötzlich durchs Zimmer wehte. Sehr witzig. Was ist, wenn uns jemand gesehen hat? Dann war das ein Spanner, der es nötig hat. Du verstehst nicht, um was es geht, oder? Ich kann mir sowas in meiner Position nicht leisten. Wenn dann die Öffentlichkeit kommt, dass ich lesbisch bin, dann habe ich ein Riesenproblem. Wie ich sehe, stecken Sie noch mitten in der Vorbereitung. Ja. Bis heute Nachmittag werde ich fertig sein. Gut. Dann wird die Landsteinbank durch Sie ja würdig vertreten sein. Habe ich da so etwas wie Neid? Wollen Sie die Jahresabschlussbilanzen vielleicht selbst präsentieren? Es geht mir nur um den Ruf der Holding. Nach all den Negativschlagzeilen der letzten Zeit ist diese Konferenz heute einfach ganz besonders wichtig. Was Sie nicht sagen. Ja, die eigentliche Präsentation ist ja zum Glück hier drauf. Die Geschäftspartner der Landsteinbank werden mit Sicherheit davon überzeugt sein. Der Imagefilm wurde übrigens von den besten Werbeleuten gemacht. Sie müssen nur ein bisschen drumherum moderieren. Idiotensicher also. Da bin ich aber froh. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Glück. Heute auf der Konferenz wird Carla eine DVD vorspielen, die du ihr gegeben hast. Imagefilm, ja. Eben nicht. Ich habe ihn ausgetauscht. Gegen Sexaufnahmen von Carla und ihrer Geliebten. Was hast du gemacht? Du musst verhindern, dass diese DVD läuft, sonst bist du geliefert! So, die Gäste sind jetzt vollzählig. Gut, dann können wir anfangen. Danke. Carla von Lahnstein? Frau Jones? Wie abblasen? Wollen Sie, dass ich mich komplett lächerlich mache? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir fangen jetzt an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich bitten darf. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Lahnsteinbank zur diesjährigen Jahresabschlusskonferenz. Wie Sie alle wissen, war das vergangene Jahr gesamtwirtschaftlich betrachtet nicht nur rosig. Ich bin deshalb sehr stolz, Ihnen durchweg positive Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorstellen zu dürfen. Die genauen Zahlen haben wir Ihnen in einer Lektüre zusammengestellt, die Ihnen Nicole jetzt überreichen wird. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind die Perspektiven und Visionen für die kommenden Jahre?
Wir haben für Sie einen Film vorbereitet, der Ihnen die Zukunft der Lahnsteinbank näher bringen wird. Nicole? Versucht, sie zu warnen. Wow. Ich hatte Ihnen zwar eine aufregende Präsentation versprochen, aber damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Meine Damen, meine Herren, da die Präsentation der zu erwartenden Bilanzen im Augenblick nicht verfügbar ist, halte ich es für besser, wenn wir den Termin vertagen. Alles Wissenswerte entnehmen Sie dann den Broschüren. Ich danke für Ihr Verständnis. Guten Tag. Carla, machen Sie sich nichts draus. Man hat kaum was gesehen und in ein paar Tagen redet sicher niemand mehr davon. Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Was fällt Ihnen ein, hier aufzukreuzen? Leider bin ich zu spät gekommen. Ich wollte Sie warnen. Weil Sie kalte Füße bekommen haben? Ist Ihnen klar geworden, dass Ihre miese Intrige allein gegen Sie selbst spricht? Ich habe mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Genau. Die DVD habe ich von Ihnen bekommen. Nein, bestimmt nicht die. Sie haben natürlich auch kein Interesse, mich loszuwerden, genau. Na so, ganz bestimmt nicht. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Das wird Konsequenzen haben. Karl, Gräfin Lahnstein, hören Sie mir bitte wenigstens zu. Ich werde Ihnen überhaupt nicht zuhören. Verschwinden Sie, sonst vergesse ich mich. Ich denke, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt beruhig dich erst. Ich kann mich aber nicht beruhigen. Ich hatte schon gehofft, Carla kommt. So ein Pech aber auch. Du hast doch sicher ein eigenes Badezimmer. Im Gegensatz zu dir wohne ich hier und ich kann mich schminken, wo ich will. Und wie lange brauchst du noch? Kannst ja Carla rufen, wenn du mich rausschmeißen willst. So wie du das eben gemacht hast. Damit das allen für alle mal klar ist. Ich werde nicht tatenlos zusehen, dass du dich hier einlässt. Das habe ich schon längst kapiert, meine Kleine. Du brauchst dich gar nicht so aufzuspielen. Ich habe eigentlich auch schon genug gebadet. Reichst du mir bitte mal das Handtuch?